So, sei das soweit. Ja. Eglor. Ja, Eglor. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Mama gönnt sich. Lange hat's gedauert, war sie beschäftigt, konnte keine Videos machen. Jetzt ist sie da und sie ist nicht alleine. Sie hat noch einen Stargast dabei. Das ist das Muttertier, war hier. Und das ist der Stargast. Moin. Und das ist der Hannes. Und die wollen heute beide mal die neuen Gönnergy-Sorten testen. Ich habe sie ja schon getestet. Und will natürlich wieder so ein Dreier-Video draus machen, um ordentlich abzustauben. Das heißt, es gibt das Mama gönnt sich, Hannes gönnt sich gleich mit und es wird noch eine Maß folgen, wieder die Gönnermaß 4.0. Hier seht ihr schon, wir wollen anschließend noch die Maß testen, da sind nochmal zwei Dosen drin. Und jetzt ist hier auch, eigentlich ist es das Maß-Kit, weil da ist auch Bier schon drin, da ist hier unten auch das Topping. Aber das habe ich jetzt genommen, um diese schönen Gläser mitzubringen. Guckt mal, das Störtebäcker Bierglas. Dann nimm es halt nett, da stelle ich es halt hin. So, dann muss ich nur gucken, weil hier sind nämlich jetzt die zwei Gönnergy-Dosen drin. Die zwei neuen Sorten neben den Störtebäcker Gläsern. Sieht das doch richtig toll aus, wie ihr da sitzt. So. Mache ich einfach mal so für Thumbnail irgendwie, es wird schon passen. Oder so von unten. Oder wie auch immer. Irgendwas wird ein Thumbnail sein. Mit was wollt ihr denn anfangen? Es gibt die Winter-Edition und es gibt die No-Winter-Edition. Gut, und weil noch kein Winter ist, deswegen nehmen wir jetzt mal die No, weil die sieht nicht so schön aus. Wenn ihr das siehst, das ist ja hier No-Winter-Edition Gönnergy Tropical Guave Geschmack. Goldener Bibbus ist drauf, wie immer. Diesmal sind die Dosen zweifarbig. Das findest du ja schön, hast du schon gesagt. Sieht richtig gut aus. Jetzt musst du es nur noch aufmachen. Und dann musst du dir mal einschenken und Hannes einschenken. Und dann, ja. Oder du guckst 3 Stunden auf die Dose und dann bist du, warte, ich mach's einfach mal auf für dich. Du weißt, die Leute, die sind in der schnelllebigen Gesellschaft, Zeit, die kann nur noch 1 Minute lang, können die aufmerksam sein, ansonsten geht da gar nichts mehr. Deswegen fülle ich euch jetzt mal hier ein. Natürlich nicht so viel. Obwohl, warte mal, da ist so ein Strich, ich mach's mal da bis zu dem Strich. Und bis zu dem Strich müsst ihr das dann halt mal trinken. Also, Design sieht gut aus, passt alles hier in dem Glas. Passt auch. Kommt das gut zur Geltung. Dann probiert mal und sagt mal, wie es schmeckt. Es ist jetzt ungekühlt. Erstmal riechen. Muss man auch dazu sagen, hier die Annette, ne? Das ist ungekühlt, das ist ungekühlt. Wie riecht es denn? Ich kann ja mal an der Dose riechen. Ja, fruchtig riecht. Riecht wie so Brausetabletten, genau. Schön fruchtig, sagen sie. Dann guckt mal, ob es euch schmeckt. Meine Meinung kenne ich ja. Jetzt brauche ich nur noch eure. Die schmeckt definitiv nicht so süß wie die hier. Nee. So sehr süß ist es nicht. Stimmt. So sehr süß ist es so nicht. So sehr süß ist das nicht. Aha. Vielleicht hätte ich es auch aus dem Glas trinken sollen. Es schmeckt wirklich. Vielleicht hätte ich es nicht doch, gekühlt trinken sollen. Leichter im leichter fruchtiger Geschmack ist drinnen. Da tun sie wieder so, als wären sie hier mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und müssen sich vorzüglich ausdrücken. Man kann es auch einfach, also euch schmeckt, ja, um es mal so festzuhalten. Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, deswegen muss ich auch noch mal trinken aus der Dose. Man merkt die Farbe heraus irgendwie. Ich merke nur, es brennt. Es brennt und es hat so einen komischen Flaum auf der Zunge drauf. Ich finde, es ist auch total schaumig. Für mich ist es einfach nur Schaum in der Dose drin. Also es ist wie eine Brausetablette, die sich auflöst und die bitzelt auf der Zunge. Es ist sauer. Ich hatte noch keine Brausetablette. Es ist aufdringend, es ist schlimm, aber vielleicht liegt es dran, weil man aus der Dose trinkt. Ja, dann probier. Gib mal her das Glas, jetzt probiere ich mal hier. Aber es gab schon Schlechteres, also ich meine. Jetzt nimm mal einen Schluck aus der Dose, bitteschön, meine Damen und Herren. Aus der Dose! Ich habe auch noch nicht aus der Dose getrunken, doch habe ich gerade, aber probier mal aus der Dose. Schmeckt das da anders? Das kann doch jetzt nicht sein. Oder ja, fühlt sich's anders an? Ja, weil erst einmal so viel, wie du sagst, so Schaum viel, oder was ist denn das? Also kommt, und das ist das Problem, das? Aber ich bitte euch, ich kaufe mir doch Dosen, egal ob Bier oder Cola oder Schwibschwab oder Energies, um die einfach aufzumachen und zu trinken. Ja, für mich ist es nicht Sinn und Zweck, dass ich die
in ein Glas einschenken muss und kann sie dann erst trinken, weil dann schon ein Großteil der Kohlensäure verbitzelt ist und es dadurch nicht mehr so angreift. Also ich möchte erstmal so richtig voll drauf. Ich möchte bei anderen Getränken auch, dass ich aus der Dose probiere und das schmeckt für unterwegs. Ich habe nicht immer ein Glas dabei. Aber vom Geschmack her ist es trotzdem gut. Ich finde es einfach nur süß und abartig, aber okay. So, der Mama schmeckt's, hier schmeckt's auch, warum auch immer. Hier steht halt auf Süßstoff, da bin ich jetzt beleidigt und deswegen machen wir schnell die zweite auf, denn wir haben jetzt Gönnergy Winter Edition mit Pflaume und Zimtgeschmack. Die finde ich sieht besonders toll aus, die war auf den Bildern eigentlich immer nur gelb und unten lila, aber hier ist sie ja richtig goldig und metallisch und dann passt das. Was? Mir schmeckt es aus der Dose jetzt sogar noch besser als aus dem Glas. Das verstehe ich. Das macht alles gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Die Farbe sieht gut aus, die Dose sieht gut aus, der Rest sieht gut aus. Die Farbe ist lila. Jetzt tue ich den Hannes mal hier einschenken. Wenn man natürlich so einschenkt, da geht die Kohlensäure ja schon wieder weg. Ich weiß nicht, wo der Strich ist. Ja, das passt. Das ist so wie das hier unten. Ja, da ist ein Strich. Warte, ich schenke dir auch mal einen zum Strich. Aber wenn du direkt aus der Dose trinkst, hast du halt mehr Kohlensäure. Hannes hat ja schon bemerkt in letzter Zeit, ich und Kohlensäure, wir sind keine Freunde mehr. Richtig, ich auch nicht. Aber ich finde, das ist halt dann wirklich, du merkst richtig die Säure und es bitzelt und es ist aggressiv. Und vor allen Dingen, und das sieht richtig toll aus. Das sieht richtig aus wie unten der Rest von der Dose. Also das passt von der Farbe her. Das wirkt jetzt richtig gut. Jetzt müsst ihr halt auch mal trinken. Das Video geht nämlich sonst 5 Stunden und dann. Das ist nicht wie ein Jonas seine Windel. Das wollte ich aber nicht wissen. Jonas seine Windel, die riecht. Das wollte ich aber nicht wissen jetzt. Also aus der Dose riecht es wieder anders als aus der Flasche, aus dem Glas, aber egal. So, du hast schon probiert. Schmeckt's? Die schmeckt nicht besser als die andere. Besser? Ja. Hä? Die hat euch so gut geschmeckt und die schmeckt wesentlich besser als die andere. Die schmeckt mir besser. Weil es halt Winter ist, Winter ist. Ich fand auch, die ist nicht so schlimm wie die, aber ich kann trotzdem mit beiden nichts anfangen. Aber ich kann ja auch noch mal aus der Dose probieren kurz. Damien Priest ist es. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir auch... Vielleicht habe ich mir auch... Doch, so im Nachhinein, also ist ein guter Geschmack eigentlich. Aha. Der kann sich jetzt. Ich kann nicht, ich weiß nicht, ich war fast still. Vielleicht, weil ich mir an der Bratwurst vorhin die Zunge verbrannt habe. Deswegen schmeckt jetzt alles babbig. Also euch schmeckt's, ihr seid überzeugt. Nicht. Ja, ich bin jetzt echt nur von der überzeugt. Also die sind mir dann nicht so Aha. wie die da hier. Hannes ist also jetzt die Pflaume. Genau. Du sagst nochmal, was das ist. Aber trotzdem gut. Du findest beide gut. Das schmeckt doch. Was hast du gesagt? Ist das die Pflaume? Eigentlich findest du beide gut und Hannes findet beide gut. Ich würde mir beide nicht nochmal kaufen, auch jetzt beim Probieren. Weil jetzt sind die auch warm. Ich habe die kalt probiert, da hatte ich irgendwie noch einen frischen Effekt. Jetzt habe ich nur ein bisschen Brand auf der Zunge die ganze Zeit und es ist total der Nachgeschmack. Oh. Ich war irgendwas, entweder stimmt was mit mir nicht oder mit denen stimmt was nicht. Welches Team seid ihr? Schreibt es mal rein. Bei mir stimmt was nicht. Ja, aber dann, du bist ja aber wie sie auch überzeugt. Also da muss es ja wohl an mir liegen. Das kommt dazu, du musst ja die ganze Dose eigentlich jetzt austrinken und dann Bauchschmerzen haben. Und dann bist du überzeugt. Genau. Also genießt es. Jetzt verstehe ich, wieso bei vielen Getränken draufsteht. Öffnen, kühl lagern und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Ich denke, hä, ich mache das doch auf und trinke das mit einmal weg. Wieso sollte man da 3 Tage dran rumnuckeln? Aber dafür ist das bestimmt gedacht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Die mögen es, ich mag es nicht. Mögt ihr es? Schreibt es mir in die Kommentare. Gleich dürfen wir es uns noch in die Maß reinkippen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wann der Monte neue Sorten rausbringt. Dann sind die wieder überzeugt und ich angewidert. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. War das die, was war das nochmal? Guave und Tropical. Wie jetzt? Nix. Bist du fertig? Ja, tschüss.